Ey, wie geht da? Was ist sein Abo-Level? Schau mal nach. It's over 9000! 9000? Was? Das kann nicht sein! Ich ripp! Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier. Und ihr habt's gesehen, wirklich vielen lieben Dank erstmal für die mehr als 9000, ja, ist über 9000 jetzt, für die mehr als 9000 Abonnenten an der Stelle. Heute schauen wir uns die News zum Update 3.8.6 an und ein, zwei Sachen habe ich noch zu sagen am Ende dann, also was dann Dokkan natürlich betrifft, Dokkan und Dokkan JP, das Ganze dann zu betrachten. Aber es war ein kurzes Update, beziehungsweise kam nicht viel hinzu, wenig hinzu, aber ich finde, dafür waren es ein, zwei wichtige Sachen, nämlich, wenn wir uns die Sachen angucken, die hinzukamen, dann ist es zum einen, das wurde jetzt optimiert für iPhone X, iPhone X, wie auch immer ihr das nennen wollt, und auch für Widescreen Resolutions. Heißt, wenn ihr quasi das Game spielt auf dem Tablet beispielsweise mit einem großen Bildschirm, dann wird es auch angepasst. Selbes gilt für das iPhone X, ja, von der Länge her. Anyways, dann wurden endlich, like legit, endlich, die Display-Summon werden nun, beziehungsweise die Rates werden nun gelistet. Halleluja, darauf müssen wir oft warten. In den letzten Tagen habt ihr mich eh gefragt, ey, was denkst du, was hinzukommen wird? Meine Antwort war, ich denke wahrscheinlich, also wenig Zeug, ja, als Filler sozusagen vor dem Dreijährigen. Und ich denke, eventuell werden noch die Raids hinzugefügt, weil das wurden letztens aktualisiert in Blazing und One Piece Treasure Cruise und beides ja auch von Bandai an der Stelle. Entwickler sind anders published als Bandai, aber von den anderen Games. Deswegen, ja, Raids sind endlich da, die werden uns gleich ansehen. Und dann gab es noch ein paar Interface-Anpassungen und ein paar Bugs wurden gefixt an der Stelle. Und das war es eigentlich auch schon mehr oder weniger zum Update. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal kurz die Rates an und dann gucken wir uns noch an, denn ein, zwei Sachen kamen dann noch zu den Daten hinzu. Oh, aber ihr merkt schon, kurz und knackige News werden das auf jeden Fall heute sein. Anyways, Charakter Summon Rates. Wenn ihr einmal hier draufklickt, wo ich draufgeklickt habe, dann sehen wir nun endlich die Rates. Hier stehen nun endlich dran, aber sie sind 1:1 wie von JP übernommen worden, Gott sei Dank. Nur wissen wir jetzt wirklich, dass es auch wirklich so ist. Nämlich, ein SSR droppt wie immer in einem Banner, in einem normalen Banner, es sei denn, es ist ein Double Rate, aber wir betrachten jetzt diesen Banner, einen normalen Banner, droppt, wie es hier steht, ein SSR zu 10%. Dabei wird 5% aufgeteilt für die Anzahl der gefeaturten Charaktere, in dem Fall sind das 7, und 5% für die anderen Charaktere, also für die nicht gefeaturten. In dem Banner sind das 123. Genau. Ja, so läuft das mit den Rates eigentlich, um es kurz zu fassen. Und dann bei dem Garantierten wissen wir, jeder Mutisam ist nun garantiert ein SSR. Läuft das auch wie ein JP. Heißt, pro Mutisam ist der 10. Charakter garantiert ein SSR in dem Banner, wo ihr Stones verschwendet. Und dieser ist zu 5% gefeatured. Da wird wieder aber 5% an die Anzahl der gefeaturten Charaktere aufgeteilt. Und zu 95% nicht gefeatured durch die Anzahl der nicht gefeaturten Charaktere. Genau. Ja, die Charakterliste ist natürlich immer noch dabei. Und so viel eigentlich zu den Rates, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es wirklich endlich. Sind halt die Rates drin. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt haben wir wirklich eine Basis, wo wir argumentieren können, wie in JP, Gott sei Dank, sind nun auch die Rates in Global. So, dann würde ich euch noch gerne ein, zwei Sachen zeigen, die hinzugekommen sind. Zum einen haben wir den Starttermin vom 21. World Tournament. Schaut an DBZ Space, sind natürlich auf der DBZ Space Seite. Das Ganze beginnt am 22.06. um 8.30 Uhr morgens unsere Zeit, fängt das World Tournament an, geht dann 4 Tage lang. Und die Sache ist die, was komisch ist, die wissen noch nicht, normalerweise ist das immer schon drin, was der Preis sein wird. Denn wenn wir auf die Preise klicken, Ranking Rewards Nummer 1, dann sehen wir 14 mal Sireman. Ja, GG, da werde ich mich auf jeden Fall freuen und hart grinden, dass ich Platz 1 werde. Nee, also, ist ein Platzhalter. Wir wissen noch nicht, was hinzukommt, was für ein Preis hinzukommen wird. Im japanischen Dokkan Battle kam zum 21. World Tournament neue Dragon Ball Charaktere hinzu, also zu dem Dragon Ball Banner, Jackie Chun und so weiter und so fort. Das wird, denke ich, auf jeden Fall kommen. Beim 22. kam erst Elite Tenshinhan. Der Preis beim 21. JP war Agility Vegito, aber Agility Vegito haben wir schon. Deswegen bin ich echt drauf gespannt, was hier als Preis hinzukommen wird. Vielleicht eine neue Turnierkarte, wir wissen es nicht. Ich hoffe, es wäre cool. Exklusiv, so ein Dokkan-Exklusiv, beziehungsweise Global-Exklusiv. By the way, Global-Exklusiv, wir werden gleich noch drauf zurücksprechen kommen. Und genau, soviel zum World Tournament. Zu dem Boom. Langsam aber sicher geht's los, meine Freunde. Langsam aber sicher geht es los an der Stelle. Die 3 Jahrescoins wurden hinzugefügt, beziehungsweise die Vorlagen, die Assets, sind in den Daten. Heißt, langsam aber sicher geht das Ganze los. Denn es ist nämlich so, dass momentan Celebration bis zum 14.-15. Juni bei uns geht. Und danach sollte, denke ich, eine kleine Celebration kommen von 1 bis 2 Wochen. Denn das Banner von Bardock endet auch, was haben wir gesagt, 27. oder 29. Juni war das, schätze ich mal, so um den Dreh herum. Und dann sollte eben 1, 2 Wochen Filler kommen. Das wird dann quasi das Turnier besprechen, beziehungsweise das Turnier wird dann Teil davon sein. Und danach soll es dann langsam losgehen mit dem 3-jährigen Jubiläum im globalen Dokkan Battle, mit dem Teaser Part 1, Part 2.
Falls ihr alle Informationen dazu haben wollt, ich habe dazu ein Video gemacht, was ihr erwarten könnt zum 3-jährigen Jubiläum. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen und könnt euch gerne ansehen. Genau, und so viel dazu. Wie gesagt, die Celebration momentan endet am 15. Juni. Kurz zusammengefasst, dann sollte eine neue anfangen. Bardock selbst geht noch bis zum 27. mit dem Turnier und so weiter und so fort. Das wird ein, zwei Wochen Filler sein und dann wird es langsam losgehen. Hinzu kamen noch gewisse Assets, Vorlagen zu Extreme Battle von Kid Gohan in Super Saiyan 3 Goku, den wir bekommen werden zum 3-jährigen Jubiläum. Und. Heißt ja, ihr merkt schon, langsam geht es los. Heißt, nach der Celebration von Bardock, beziehungsweise die momentane, in den nächsten ein, zwei Wochen, drei Wochen wird ein bisschen gemütlich, sage ich mal. Dokkan wird nicht viel los sein, aber das ist die Ruhe vor dem Sturm, Leute. Wenn ich euch aber noch eine ganz kurze, schnelle Sache zeigen darf, dann wäre das folgende. Und zwar kommt für das japanische Dokkan Battle, was? Vielleicht kennen sie nicht alle, nämlich das war ein Paikorn und ein Goku, die waren bis dato Global Exclusive Otherworld Kampagne, war das eine Otherworld Story, Otherworld Special Event. Da konnte man im Endeffekt vor gut einem Jahr oder sei es vielleicht auch mehr, eineinhalb Jahren, ein Goku summon, Super Saiyan Kaioken Goku und ein Paikorn, die sind wirklich sehr solide, aber dieses Event kam bis dahin nie wieder ins globale Dokkan Battle, heißt diejenigen, die ihre Charaktere nicht erwecken konnten oder nicht summon konnten, GG. Die hatten keine weitere Chance mehr, diese Charaktere zu holen, die Medaillen zu holen. Deswegen hat man angenommen, dass es Global Exclusive einmalig kommt, aber jetzt für JP. Ich wollte es ganz kurz ansprechen für die JP-Liebhaber und weil es Global Exclusive ist, beziehungsweise jetzt nicht mehr, ja, es kommt auch in Japan, ins japanische Dokkan-Battle. Aber die Sache ist folgendes: Solche Sachen kommen nicht ohne Sinn im japanischen Dokkan-Battle. Deswegen stelle ich hier schon mal eine Prediction auf, beziehungsweise eine Spekulation an der Stelle. Denn es ist oft so, beziehungsweise ich sag mal so, warum haben sie so lange gewartet, bis sie das ins japanische Dokkan-Battle raushauen? Antwort LR. Was meine ich damit? Wenn immer so Events kommen in das japanische Dokkan-Battle, dann kommen sie gerne mit einem LR in dem Banner, in dem sie sind. Das letzte beste Beispiel war Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma Rage Vegeta und Beerus kamen ja ins globale Dokkan-Battle zuerst exklusiv, dann ins japanische. Im japanischen war aber in ihrem Banner, abgesehen von allen LRs, ein neuer LR, nämlich LR Beerus, genau. Ich predikte, dass dann in dem Banner von diesem Event mit dem Super Saiyan Kaioken Goku und dem Paikorn ein neuer LR Janember sein wird. Was haltet ihr davon? Oder denkt ihr, nee, da kommt kein LR? Oder denkt ihr, ja, da kommt ein LR, aber ein anderer? Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was haltet ihr von dem Update. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up,